Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Don't Starve. Wir sind schon bei Tag 74 und sind so hart krass am Überleben. Ja, dass wir einfach total krass sind. Was soll ich denn sagen? So, wir werden jetzt hier... Ah, Idee. Wir nehmen davon das und da hauen wir jetzt das rein. Weil dann gibt es nämlich trotzdem unser gegrilltes Fleisch, diese Hackbällchen, sage ich dazu. Hatte ich keine Seeds? Achso, okay, ich habe hier schon. Aber ich habe ja Seeds ja noch bei Chester drin, oder? Ja. Seeds. Zick. Rein mit dir. Aber es kommen jetzt trotz allem, seht ihr, unsere Hackbällchen hier raus. Das gute Zeug. Darauf verbrauchen wir nicht so viele Fleischressourcen und haben dadurch trotzdem das hochwertigere Essen. So. Ah, guck einer an. Da ist wieder ein Schweinchen draufgegangen. Das Fleisch brauchen wir für unsere Zeremonie-Gedöns. So, und wir werden nass. Okay. Kann ich mich hier auch drunter stellen? Oh nein, es fängt an zu gewittern. Okay, nee, kann ich nicht. Schade. Wir nehmen das hier. Hallo? Kann ich es nicht nehmen? Ah, ich drücke auch die ganze Zeit die falsche Taste. Herzlichen Glückwunsch dafür. So, das Fleisch haben wir hier erstmal rein. Genauso wie das hier. Wobei, davon können wir eins essen. Boom. So, wir sind wieder voller Gedächtnis. Yeah. So, das hauen wir hier rein. Wieso muss es jetzt anfangen zu gewittern, bitte? Wieso? Gut, zum Glück haben wir hier noch einen Lightning Root hingebaut. Dass uns das hier nicht um die Ohren schlägt. So, hier hinten können wir ja unter anderem diese Teile hinsetzen. So. Gut, Ratatouille haben wir auch. Chaka. So, und gleich wird es wieder dunkel. Wir müssen vorsichtig sein, jetzt wenn es gewittert und wir hier rumeiern. Schlägt der Blitz irgendwann ein, wenn wir zu lange auf einer Position stehen bleiben. So wie jetzt zum Beispiel. So, das sieht doch schon mal alles sehr gut aus. Nein. Du Ding, du brauchst hier gar nicht ankommen. So. Okay. Jetzt haben wir hier... Auf jeden Fall wieder eine gute Basis uns hier errichtet. Relativ schnell, würde ich sagen. Würde ich einfach mal behaupten. So, uns fehlen jetzt noch Bienenstöcke. Wollten wir ja uns noch errichten. Oh, habe ich nicht mitgenommen jetzt. Ups. So, wir werden hier komplett nass. Huch, habe ich schon wieder nicht mitgenommen. Was ist denn hier los? So. Jawohl.
So, jetzt, okay, wir haben noch keine... Diese Maschine brauchen wir auch. Wir brauchen dafür zwei solche... Nein! Die Hunde! Sie kommen. Sie kommen schon wieder, die Schweine. Leute, ich werde sicherheitshalber das bauen nochmal. Sicherheitshalber zwei. Und das da. Fuck you. Wieso kommt die jetzt schon wieder, diese Spinner? Ja, ich will das kochen. Jetzt kommen sie schon an, oder? Ja. Kommt, lauft hier rein, ihr Spastis, ey. Nein, ouch. Ja, Vernichtung. Oh nein, die Sachen brennen. Nein, das brennt. Ja, Vernichtung. Aber zum Glück brennen unsere Dinger nicht, ey. Okay, es ist Vollmond. Oh, scheiße, ich habe keine Waffe. Chester! Ich habe leider... Verdammt nochmal. Ich habe nur eine verdammte Axt, ey. Die müssen hier reinlaufen. Hier fehlt... Der läuft auch nicht rein, ey. Aua! Okay, au. Oh! Alles klar. Leute, ich würde sagen, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen gegen diese verdammten Köter. So, und wir werden jetzt hier ihr ganzes Schissdreck hier aufsammeln und werden uns hier schön noch weitere Fallen hinsetzen. Oh, jetzt habe ich die Fallen aufgehoben, oder was? So, Zähne, die brauchen wir. Geilomat, ey, super. Wir brauchen jede Menge... Schnüre. Warum regt es in Strömen, bitte? Hatte ich hier kein Fleisch mehr? Nein? Gut. So, ich leg mal das Monster-Meat trotzdem hier rein. Ich weiß zwar nicht, für was wir das brauchen werden. So, ich brauche auf jeden Fall... Was? Dafür brauchen wir Stein? Okay, wir brauchen, müssen uns hier ein paar Dinger bauen. So, ja. Hier. Das hier. Falle. Da können wir... Und Holz brauchen wir auf jeden Fall auch wieder. So, jede Menge Dinger. So. Das finde ich cool, dass zumindest unsere Dinger hier nicht in Brand gesetzt werden, wenn die hier in Flammen aufgehen. Warum auch immer, die so Feuer und Flamme sind, hier uns zu sehen. I don't know. So, jetzt brauchen wir noch mehr. So, das haben wir und jede Menge Holz. Und es ist alles nass. Alles nass. So. Gut, jetzt haben wir erstmal ausreichend Fallen. So, da kann uns echt keiner mehr was hier. Anscheinend machen die so ultra Schaden auch. So. Okay.
Jawoll. So, jetzt müssen wir zusehen, dass wir uns irgendwie noch ein Ding bauen, wo wir uns drunter stellen können. Und uns, ja, ich merke schon, die Klamotten sind nicht wasserdicht. Dazu brauchten wir irgendwas anderes noch. Ich weiß nur nicht was. Aber wenn wir nass sind, das senkt auch unseren Geisteszustand anscheinend. Das ist ja kacke. Ja, ich schütze dich vor den Elementen. So. Ja. So. Zack. Hier, Puffelpuff. Und Holz brauchten wir, ne? Bretter. Okay, wir haben nur ein Bretter oder was? Alles klar. Das haben wir rein, das haben wir rein, das haben wir rein, das haben wir rein und das haben wir rein. So, und Holz. Wir brauchen Holz. Oh, unser Geisteszustand. Oh mein Gott. Wir werden wieder komplett bekloppt hier. Können wir uns hier nichts irgendwie bauen, dass wir hier ein bisschen geschützter sind oder so? Vor der ganzen Kacke. So, wo ist denn unsere Schaufel schon wieder hier? Oder ich baue mir mit diesen Puffels erstmal, obwohl nee, ich glaube, ich baue mir erstmal nochmal so einen Schweinestall. Würde am meisten Sinn erstmal machen. Ah, genau, jetzt weiß ich, was ich wollte. Hier, aus diesen Teilen. Zack, zack. Ein so Ding. Jetzt haben wir zwei von diesen Dingern. Hallo? Und vier Bretter fehlen uns noch, was zur Hölle. Obwohl, wir bauen uns, glaube ich, hier noch ein Lightning Root. Okay. So, unser Gold geht langsam, aber sicher zur Neige. Okay. Oh mein Gott, unser Geisteszustand, er geht down, down, down. Kann's mal aufhören zu regnen? Ich rasiere mich mal. Aber nicht zu nah am Feuer, weil burn, burn, burn. Okay, wo war es denn hier? Können wir denn nichts bauen? Zur Mittagsstunde? Ja. Irgendwie, was uns noch hilft gegen Regen vor allen Dingen? Hier. Wir werden komplett bekloppt, ja. Wir sehen schon irgendwelche komischen Geister schon wieder. Nein, ich will das nicht. Und es wird wieder kälter. Nein, bitte nicht schon wieder in den Winter. Das kann doch nicht wahr sein, ey. Es kann und darf einfach nicht wahr sein. Was zur Hölle, ey. Ja, ich sehe es ja schon. Nein! Von wo? Von beiden Seiten. Zieh ein. Nein, 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 nein. Oh mein Gott, geh weg. Von beiden Seiten ist das unfair. Zieh dich.
Okay, unser Gehirn, das schrumpft gerade in sich zusammen. So. Nein! Was nach was Großem angehört. Bitte nicht schon wieder. Oh nein, ich verschwinde jetzt, ich verschwinde mal von meinem Ding hier. Von meinem Lager. Ich will nicht wieder, dass hier irgend so ein Riesenscheiß Kackteil uns hier irgendwie in die Quere kommt. Was zur Hölle? Was kommt da jetzt an, Alter? Hi. Okay, irgendwas kommt hier schon wieder angelatscht, ey. Irgendein dickes Etwas, ich will es nicht. So. Wenn das jetzt unser Lager wieder zerstört, dann raste ich aus. Ja, da ist er schon wieder. Dieser komische Dachs. Was will er denn schon wieder? Verzieh dich. Oh. Hast du nichts zum kaputt machen? Ah! Oh mein Gott, wir sind gerade gestorben, oder? Oh, zum Glück. Zum Glück habe ich hier dieses Scheißteil gebaut. Okay, oh nein, unsere ganzen Sachen liegen da. Leute. Unsere ganzen Sachen liegen jetzt hier hinten. Da so, mit Chester zusammen. Ach, hier hoch muss ich ja. Eieiei. Da ist dieser Scheiß-Dachs, Alter. Dieser behinderte Arsch. So, wir werden jetzt hier alles wieder aufsammeln. Aber zum Glück sind wir jetzt erstens wieder trocken und zweitens, hier ist Chester. Hi, Chester. Und der Dachs ist weg? Erstmal Chester-Knochen. Habe ich Chester? Habe ich den Knochen nicht aufgesammelt? Chester? Liegt er da nicht rum oder was? Okay, hier kriege ich Knochensplitter raus. Wo ist denn der Stab hin? Wo ist denn der Stab hin mit Chester? Muss ich ihn umbringen? Never. Ist es verbuggt? Ich weiß es nicht. Also dieser Kack-Dachs. Ah doch, hä? Ich habe... Habe ich den einfach nicht gesehen, den Augenknochen? Okay, egal. Lassen wir es einfach so. Okay, wir haben... überlebt, in Anführungsstrichen. Mehr oder weniger. Also, diese verdammte Riesendachs, Alter. Was zur Hölle. Okay, es hilft auf jeden Fall, wenn wir weggehen von unserem verdammten Dorf. Damit es nicht unser Dorf zerschlägt, dieses Teil. Mal gucken, ob das im Winter auch hilft mit dem... Mit dem Kloppi von Dirklops, ey. Und wir müssen mal zusehen, dass wir hier irgendwie was bauen, was uns hilft gegen Regen, abgesehen von Regenschirmen. Verschwinde! Blödes Scheißteil. So. Okay, Chester hat hier Honig. Nein. Das hau ich hier rein. Das hau ich hier rein. Und das hau ich hier rein.
Alles klar. So, jetzt erstmal. Hier haben wir noch so komische Geisterscheiße. Das hier. Das ist erstmal hier wieder die Grundordnung hier richten. So, zack, zack, zack. Zack, 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 zack. So. Was zur Hölle? Okay, wir dürfen auch nicht zu nah an diese Scheißviecher herangehen, sonst, ja, habt ihr gesehen, was passiert? Genau das nämlich. Bis jetzt habe ich den Strohhut aufgehoben. Na gut, in der nächsten Folge. Werden wir genau da weitermachen, wo wir aufgehört haben. Und zwar hier schon wieder an dieser Stelle. Wir haben den Dachs in Anführungsstrichen überlebt und wir haben jetzt keine Lebensversicherung mehr. Das heißt, wir werden uns auf jeden Fall so ein Ding bauen zum Respawn wieder für den Fall. Oh nein, jetzt habe ich schon wieder dreckige Scheiße gegessen. Zum Respawnen. So, Chester, komm. Und so, genau. Dann vielen lieben Dank wieder fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Don't Starve. Bis dahin, ciao.